Ja moin, eine neue Runde Satisfactory. So, diesmal habe ich aber eben auf einiges gemacht. Und zwar Ingame-Spielzeit waren das knapp 3 Stunden und das hält halt unheimlich auf. Ne? Ich zeige euch mal, was man kann. Also das hier ist jetzt hier rangekommen. Das ist die Überlandleitung Wasser. Da ist auch Wasser drauf. Ja, die war ja das Gebäude, wir nennen schon, das war ja schon da hinten. Da wieder Vögel. Also, übrigens gibt es unheimlich viel Fischerei jetzt hier aktuell. Also Vögel und so kleines Zeugs, was hier durch die Gegend fliegt. Und ja, also das wisst ihr ja, das ist ja noch schwebend, weil ich diesen Mod nicht habe, aber ist ja egal. Ne? Das ist jetzt erstmal, was ich gemacht habe. So, dann habe ich hier die Bahnhöfe nochmal kurz ein Stück besser zusammengemacht. Die Schiene geht jetzt hier automatisch da hinten rum, ist noch nicht angeschlossen. Das ist noch zusätzlich Endlage Eisenplatten, die habe ich nämlich komplett vergessen. Die Schwefelsäure brauchen wir jetzt noch nicht, kommt dann aber. Hier, das ist der Stickstoff, der ist noch nicht angemalt, das müsste der Stickstoff sein. Ja, ist noch nicht da. Hier, da hinten, wie im Suezkanal, warten Sie nämlich, Stickstoff, Eisenplatten. vorbereitet, ne? Ich habe was vorbereitet, genau, Stickstoff. Ich benutze die Bahnhöfe als Tank, nicht nochmal zusätzliche Tanks, ja. Da oben sind ja die Drohendinger, falls mir dann doch nicht, also ich weiß nicht, ob die Uranpellets zu schnattern sind oder nicht, oder ob wir das machen oder nicht. Ich habe das ja in der letzten Folge oder sogar der vorletzten Folge gefragt. Ich nehme die aber gerade alle hintereinander auf. Das heißt, ja, wahrscheinlich habt ihr schon darauf geantwortet. Ich konnte es halt noch nicht lesen. So, Wasser ist in einem dieser Rohre, die wir ja vorbereitet haben, geht hier unten lang. Wir gehen jetzt mal kurz hier runter. 26 Sprit noch, 25, ne? Das reicht noch für die Folge. Und dann nochmal zurückfahren. Ich musste da wieder das Öl fixen und so ein Gramm. Weil der wieder mal bei einer Weiche hängen geblieben ist. So. Als da ist erstmal ein Ständer. Ich habe einen Ständer. Guck. So. Ja. Das hier ist ja das letzte Mal angeschlossen worden. Ich habe ja wieder was abgerissen. Das kann weg. Diese ganzen Masten, wisst ihr ja, habe ich ja nur gemacht, damit ich mit dem komischen Jetpack da fliegen kann. So. Das holt den Atommüll einmal von da oben. Das wisst ihr, ist ja auch schon angemalt. Ne? Und braucht den Atom von da oben, gibt aber auch das nicht spaltbare Uran ab. So ein Filter müssen wir noch, also so ein Ventil müssen wir noch setzen, habe ich ganz vergessen, kommt noch. Das ist der, der die Schwefelsäure braucht und den Quarzsand, der wartet ja schon da vorne. Aber wir produzieren jetzt erstmal als allererstes die Schwefelsäure. So, das Wasser ist schon da, das müssen wir hier anschließen. Da oben ist es hier irgendwo, hier, da. Da ist Wasser. So. Da kommen die Eisenplatten. Erst habe ich wieder falsch gemacht, habe da die Quarzsand da drauf. So, die gehen im selben Kanal, wie diese Röhre geht. Das war natürlich wieder so eine Sache mit der Kollisionsabfrage. Ich musste hier die Hypertube abbauen, dann innen drin die Dinger hinsetzen und dann die Hypertube wieder hinmachen. Anders darum geht es nicht. Die hat wohl eine geringeres Hitbox und so ein Kram, also die funktioniert. So, die kriegen jetzt, obwohl wir nur einen einzigen brauchen erstmal, aber das ist egal. Ja, die kriegen dann hier erstmal ihre Eisenplatten. Das Wasser ist da, der Stickstoff oben wartet im Zug und dann haben wir hier die Eisenplatten. Wir müssen jetzt das Wasser anschließen. Das Wasser ist... Steht da irgendwas, was ich da nicht mehr dran kriege wegen Kollision? Nee, müsste eigentlich gehen. Es ist schon wieder Nacht, ne? Schon wieder dunkel. Komme ich hier durch? Ja. Hier ist es Wasser. Aha. Ach guck mal, hier habe ich sogar eine Gangway gemacht. Noch nicht fertig. Ging mir wahrscheinlich wieder das Material aus. Ne, mal erstmal nicht. Ich brauche nämlich jetzt hier Platz. So, der Kram passt ja durch das... Was ist denn da? Wo ist denn das Zeug? Da. Komm mal her. Ich brauche jetzt erstmal nur... Der ist da. Okay, da muss der... Der hängt ja wieder da... Wir machen das anders. Ich mach den mal weg. Den auch. Kann wieder anmalen. Und so. Der kam ja dann hier in der Mitte. Und ungefähr hier. So. Nee. Ungefähr so. Jetzt müssen wir schon wieder rumfliegen. Ja, genau. Oh Mann, ey. Das behagt mir immer alles nicht. So, komm her, mach du da nochmal weg. Da geht's in die Tiefe. Wo ist denn das Ding? Da ist es.
Da müsste das eigentlich so. Habe ich das noch vertikal? Sollte eigentlich gehen. Zack. Jupp. Und bevor ich das vergesse. Zack. Damit es auch da unten angemalt ist. So. Tür zu. Auf der Dolz sieht keiner. Das kommt ja erst noch. Keine Panik. Hörst du mal auf, deine Patrone nachzuladen. Nehme halt das Käffchen in der Hand. So, Wasser. Komisches Blau. Ist hier am Start. Das verteilt sich jetzt in diesem Rohr. Aufgrund der Höhe, wo das herkommt, von da oben, braucht es auch hier keine Pumpe mehr. Da ist genug Druck vorhanden. Der müsste jetzt dann auch, wenn das dann da angekommen ist, mal. Es ist halt 600er Rohr und wir haben nur eine einzige Pumpe, 120, die nicht übertaktet ist. Das braucht jetzt. Das ist aber schon. Man staut sich dann auf. So, da ist es schon. Hey, erst einmal auf zu fliegen. Erst einmal auf zu fliegen. Ich nehme mal hier wieder den anderen Heinz. Wo wir nicht mehr viel Sprit haben. So, Wasser ist da. Das habe ich nur aufgemacht. So, hier sollte eigentlich auch Wasserdruck drauf sein. Ja, baut sich auf. Der noch nicht. Wasserdruck. Wasserdruck. So. Dann. Das wird spannend, ne? Gehen wir nochmal hoch. Und holen mal den Stickstoffzug, der da schon wartet. Der da schon war, der hat man vorher angehalten. Aber der hat, glaube ich, als Endlager hat er da drin und muss mal gucken, ob ich das Ziel nochmal richtig löschen muss. Das heißt, die Lok löschen muss, sonst geht es nämlich nicht. Sonst hält er nämlich beim Endlager-Spot an. So, raus hier. Okay. Du heißt ja wohl dann auch Stickstoff, ne? Ich muss dich schon wieder gucken. Haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Entladen ist da, du bist der Stickstoff. Das heißt, du bist hier drüben, zwei Waggons, entladen. Entladen, das sind 4800 Kubik. Kann ich das auch aus der Hand nehmen? 4800 Kubik als Zwischenspeicher, da brauchen wir nichts anderes. Übrigens, hier, guck mal hier, ich weiß nicht, was die mit dem Update, hier, guck mal hier, die Leiter, das war ja eigentlich, das sind übrigens Vögel. Hier, das war alles vorher irgendwie mal besser und die wollten ja angeblich eine, was heißt, eine bessere Engine da drin, aber ich weiß nicht. Die Sichtweite ist auf voll, ja, Ultra oder wie Dings da, allen drum und dran, aber irgendwie, also auch die Grafikkarte, die ist nicht weiter ausgelastet, ne, CPU schon dreimal nicht. So, du bist der Stickstofftyp. Jetzt holen wir uns mal den Stickstoff daran. Autopilot deaktiviert. Damit das auch hier funktioniert. Endlager Stickstoff. Jetzt fahr da mal hin, bitte. Will ihr nicht. Er macht's. Nicht zu viel Gas geben, muss er gleich wieder bremsen. Zurück kann er noch nicht, weil der Rückfahrdings ist noch nicht ein. Ja, wurde die Weichgestellt, ist noch nicht angebunden. Das ist jetzt aber erstmal egal. Wir machen ja, wenn wir so viel Probelauf. Der Hydrocode, also der Partikelbeschleuniger, ist noch nicht angeschlossen. Kommt erst später, müssen wir noch die andere machen. Und vorher tun wir diese Akkus da hinten installieren, weil der unheimlich viel Saft braucht. So, mach mal bitte. Komm mal hin. Und dann kontrollieren wir das. Er tut. Entladen. Feiner. Fein machst du das. Und dann tun wir dich auch mal hier kurz deaktivieren und aussteigen. So, das sieht man ja immer erst, wenn der Kran wieder zurück ist, dass das hier auch funktioniert. Der kann hier auch ausladen, weil das Grüne ist raus und das geht dann hier und hier. Deswegen konnte man die so setzen. So, zack. Ist er drüben dran wieder? Dann sollte man, dann könnte man das hier öffnen. Ja, da ist es. Fließt. Sehr schön. Fließt. Sehr schön. Der ist noch nicht angemalt, keine Ahnung. Jetzt müssen wir mal gucken. Habe ich den auch richtig angeschlossen? Bei welchem Rohr das da unten rauskommt, das habe ich noch nicht geguckt. Ich habe mir jetzt nicht mal, wie die da unten, nicht, dass ich sie verdreht habe oder so. Dann gehen wir nochmal raus, runter. Ja, hier kriege ich jedes Mal den Stahldings an die Birne. Auch nicht so toll. So. Hier, guck, da hinten sind die Lifte. Hier, flupp. Ei, die Nase gefallen. So. Kommst denn du an? Nirgends, ne?
Kann natürlich sein, dass es noch nicht voll ist. Oder habe ich das da oben noch nicht angeschlossen? Hinten ist auf jeden Fall eine Tür. Das ist auch mal für Bänder hier vorgesehen, falls man wieder irgendwas rausschaffen. Mitgedacht. So, lass mal gucken hier. Zack. Definitiv nicht angeschlossen. Da jetzt nochmal unter das Chaos gucken. Haben wir hier? Gehen wir gerade hier hoch. Außen kriegen wir nicht wenigstens den Stahlträger an die Birne. So, lass mal schnell gucken. Also die Tubes haben schon natürlich schon was Feines. Ne? Hier haben wir ja mal gleich von Anfang an mit eingeplant. So, hier kann man rausschießen lassen. Habe ich die dann... So, lass mal gucken. Wahrscheinlich hier unten drunter noch nicht angeschlossen. Also, reißen wir das mal auf. Mit der Kollision aufpassen. Das heißt nicht dort, wo die Rohre sind jetzt. Hier ist... Da ist der Kram. Wahrscheinlich hier noch nicht angeschlossen. Gott, hey! Doch. Na? Das ist... Das Zwole. Ne, wie gut, dass man da nichts sieht, ne? Ja, genau das ist nicht angeschlossen. Genau das ist nicht angeschlossen. Warum eigentlich nicht? Geht das wenigstens hier weiter? Ja, da geht es wenigstens weiter. Was hat er denn da wieder gemacht? Habe ich wieder vergessen, ne? Okay, ist am blödesten dahin. So? Nein. Warte mal, ich versuch's mal von hier. Ne. Okay, du weg. Du hin. Die sind alle nicht angeschlossen, gucke. Oder? Ja. Da musst du auch nochmal weg. Da habe ich ja irgendwann mal vergessen. Du bist das hier auch. Dann gucken wir gleich mal. Da ist das Zeug. Da ist das Zeug. Da können wir den jetzt hier auf jeden Fall zumachen. Dann gehen wir nochmal raus. Hier aus dem Keller. Da habe ich das Ding jetzt aufgemacht. Da. Mein Gott, ey. So. Zu. Und nochmal gucken. Dann sollte es eigentlich das gewesen. Dann dürfte ich aber jetzt auch keins vergessen haben, glaube ich, jetzt mehr. Das ist mal eine Werkbank. Okay, so. Dann gehen wir hier nochmal. Gehen wir nochmal in die Mitte. Na, wie ist das? Toll. Flupp, die landet immer auf dem Bauch. Ist ja eine Sie, ne? Das ist ja mal bestätigt worden. Ist eine Sie. Wenn wir hier gleich reingehen, ich Idiot. So. Da. Das passt auch. Da ist der Kram. Wir müssen das halt schön testen, ne? Sollte eigentlich hier ankommen. Machen wir den mal wieder zu. Nee, tut's nicht. Du brauchst doch Stickstoff, ne? Stickstoffgas. Ach klar, kann ja auch noch nicht. Ich muss ja hier angeschlossen werden, ich Idiot. Okay. So. So. Und einmal Stickstoff. Ungefähr. Jetzt ist der natürlich eins daneben, ne? Hier. Sieht's halt nicht mehr so toll aus. Da habe ich das Ding gerade wieder zugemacht. So, wo ist denn der Kram? Da ist er. Wie gut, dass wir angemalt haben, ne? Stickstoff. Zack. Da ist halt so. Muss man ein bisschen Slalom laufen. Wir nehmen gerade wieder die Farbpatrone in die Hand. Hier, wie ich alles rausgesetzt habe. So, bitte. Und wir brauchen, das ist meine Stickstofffarbe. Das. So. Machen wir das Ding wieder zu. Sieht's keiner. Nehmen wir die Kaffeetasse wieder in die Hand. Da wollen wir nicht aus Versehen was ausführen, was wir nicht ausführen wollen. So. Stickstoff am Start. 240 die Minute, ne? Der Zug fährt schon ein bisschen was. Also einen Tank saugt's da weg. Definitiv, bis der wieder da ist. Aktuell fährt er ja gar nicht. Jetzt haben wir noch die Eisenplatten.
Das ist da alles schon angeschlossen, sollte eigentlich nach Adam Riese. Das heißt, oben jetzt nur noch das Band anschließen. Und den Zug da dran tüdeln. Und dann ist mir auch mal mein Sprit bald alle mit 17. Und dann haben wir die Schwefelsäure. So, hier. Nur so, dass das Bild nicht immer ausflippt. Zack. Der steht da hinten. Ich hole den gleich mal als erstes, bevor wir dann das Band noch anschließen. Da, was mir aufgefallen ist, guck mal. Diese Wellenlinie, ne? Interessanterweise ist die mal da und ist mal nicht da. Und die ist da, wie ich dieses Band diese Schiene angeschlossen habe. Und wenn man den Spielstand lädt, ist sie manchmal nicht da und manchmal ist sie da. Auch interessant, ne? Die ist mir aufgefallen, wie ich mit dem Zug da ständig hin und her fahre, weil wie was ausgegangen ist. Übrigens in der Dämmerung, wie jetzt hier, noch nicht so richtig dunkel, sieht man am besten die Schnecken. Wenn man mit dem Zug da hinten wieder da wegfährt, da sind unheimlich viele gelbe und pinke Schnecken oder Purple. Ja, hier, oder guck mal, wie weit weg die sind und wie gut man die sehen kann. So, Käffchen. Was fliegt denn hier wieder? Achso, hier ist Strahlung. Ja, unten drunter ist ja ein bisschen Uran. Bisschen Uran ist hier unten drunter. So. Du fährst jetzt bitte an Endlager Eisenplatten. Habe ich ihn auch auf Entladen gestellt? Ich weiß es gar nicht. Los, fahr! Kann er ja nicht. Hier keine Schiene angeschlossen. Ich hole ihn aber mal ein Stück mit runter da. Ja, da ist jetzt mit dem Endlager, ist halt jetzt ein Loch im Boden, weil man ja da leider nicht die Anti-Kollisions-Foundation setzen kann. Jetzt wird's duster hier. So, da darf ich jetzt mal stehen. Bleib mal da stehen. Und dann schließen wir den mal. Ich schließe mal den schnell an. Moment. So, ich habe jetzt den Bahnhof schon angeschlossen. Ich habe hier ein paar Felder weglassen müssen, denn mein Zement ist alle, Beton ist alle. Und das ist aber jetzt, lassen wir jetzt erstmal so, was heißt lassen wir erstmal so, wir machen ja die Schwefelsäure jetzt fertig, wir fahren jetzt nicht nochmal zurück. So. Ist das eigentlich neu hier? Hat die Dings da sowas bekommen? Naja, egal. So, bist du noch Eisenplatten? Ja, bitte. Jetzt hätte ich eben mal nachgucken können, ob die auf Entladen stehen, habe ich wieder vergessen. So. Der ganze Waggon ist, glaube ich, voll. Wenn nicht, fahren wir noch ein Stück zurück und wieder vorwärts und dann geht das mit dem Entladen. Das sehen wir gleich. Mann. Bin ich mal gespannt, wie die das mit den Signalen machen wollen und den Bremsen. Ja, natürlich steht er nicht auf Entladen. Warum sollte er auch? Okay. Bitte. Macht das eigentlich jetzt? Ja, was ein Glück. So, das sind die Eisenplatten. Den schalte ich jetzt mal aus, sonst mault der nämlich die ganze Zeit rum. Deaktivieren. So. Dann kommen die Eisenplatten hier. Wie gesagt, das kriegt man halt nicht zu. Und da kriege ich da eigentlich wenigstens mal. Kriege ich so ein Ding da wenigstens hin? Ja. So bitte. Nicht. Guck mal hier. Gehen die da rein, ne? Nachdem sie es geändert haben. Warum machen sie es nicht mit mehr Bauteilen? So, da sind die Eisenplatten. Die sind hier hinten noch nicht angeschlossen. Aber gleich. Und dann gehen die da runter und dann gehen wir da rein. Sag ich mal, wo ich das gemacht habe. Dieser Bahnhof kriegt natürlich auch noch ein schönes Gebäude und sowas alles, ne? Und, aber ein offenes, wenn man so will, ein offenes Gebäude. Bleibt nicht so. Erstmal gucken, dass man das Ding übernimmt. Es ist halt immer so eine Sache, wann nimmt man es in Betrieb, wann macht man das, weil. Aha, ja, hier irgendwann Strahlung. Und wo habe ich eigentlich das Gelumpe hier? Da unten. Hier, da sind sie ja. Ach, habe ich schon angeschlossen? Okay. Die gehen hier rein, werden da gesplittert. Komme ich da eigentlich durch? Ne, warte. Habe ich angeschlossen, die Platte. Ich habe ganz vergessen. Ich habe gedacht, ich habe sie noch nicht angeschlossen. Noch habe ich 14 Sprit. Reicht noch. Mehr oder weniger. 13. Und dann gehen wir jetzt mal unten gucken, ob man Salpetersäure puffern da unten mit einem Tank, weiß ich nicht. Na, wir haben ja eigentlich nicht so viel Atommüll. Dann gucken wir uns das jetzt mal an. Jetzt geht mir die Kaffeetasse wieder auf den Senkel. Mann, ich habe noch 2, 4, 6, 700 Farbpatronen. Das kann weg, das Licht.
Dann gehen wir hier nochmal. Wir gehen durch den linken. Wenn ich jetzt nicht irgendeinen Mist gemacht habe mit einem und vergessen habe, ein Band oder ein Lift irgendwie hier in dem Kanal, dann sollten da unten jetzt Platten angekommen sein. Der tut doch. Sehe ich doch jetzt schon. Da sind sie. Ende. Jetzt bleibt natürlich gleich stehen, weil die Züge fahren ja nicht, ne? Ist klar. So. Salpetersäure. Den hat er ja schon. Den pumpt er ja hier schon raus. Na, der ist nicht angeschlossen. Wir haben ja jetzt nur einen. Den pumpt er hier schon raus. Was anderes hat der gar nicht. Der Kram müsste jetzt rein theoretisch. Jetzt müssen wir mal gucken. Der sollte eigentlich mit der Pumpe das hinkriegen. Habe ich das eigentlich schon bisher hinten hingelegt oder nicht? Die Salpetersäure. Ja, sieht so aus, ne? Weiß ich nicht. Geschlossen ist was. Da muss aber jetzt das. Ich hätte dann eigentlich das 300er Rohr nehmen sollen und nicht das 6. Da ist es, da. Das 300er und nicht das 600er nehmen sollen, weil. Bis das vollgelaufen ist immer. Da kann die noch nicht hochdrücken. Jetzt, da ist sie. Braucht halt ein Stück. Kann ich hier hochdrücken? Muss das Rohr volllaufen. So, auf jeden Fall, da ist sie. Jetzt ist wahrscheinlich Material leer gelaufen, oder? Ja, macht nichts. Also wir haben jetzt hier das. Das ist die Salpetersäure. Es fehlt noch die Schwefelsäure. Die Schwefelsäure muss der Zug sein, der vorne und hinten einen Lok braucht, weil der Bahnhof auf der anderen Seite, wo wir die herholen, ein Kopfbahnhof ist. Der fährt an die Wand. Da steht vor einem Felsen. Das ist ganz schlecht. Irgendwann tue ich das mal ändern. Irgendwann ändere ich das mal. Ob ich da eine Pumpe reinmache, weiß ich nicht, weil es muss einfach nur das Rohr vorlaufen. Ach nee, das ist hier. Da. Das kommt hier raus. Also, wir brauchen. Das müsste eigentlich am besten, wenn es auf der ganz anderen Seite kommt. Wenn ich da keinen Mist gebaut habe beim Verlegen, sollte das klappen. Alles klar. Ja, nächste Runde. Nächste Folge. Das wartet ja hier oben schon. Schwefelsäure am Start. Bei dem Wasser brauche ich dann das Ventil. Und dann klappt das. Und dann muss das nicht spaltbare Uran, gucken wir nochmal. Nicht spaltbare Uran. Die Pellets, ne? Dann mal gucken hier. Ja. Und die Dinge macht man schon im Teilchenbeschleuniger. Und der ganze Kram mit dem nicht spaltbaren Uran geht dann wieder nicht mehr, also die schließen wir an, ohne den Atommüll. Und dann strahlt der Scheiß hier. Das ist natürlich so eine Sache, ne? Das tun wir gut vorbereiten und dann gucken wir mal. Alles klar. Bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.